bin's jetzt nochmal. Und zwar habe ich in meinem letzten Video darüber gesprochen, wie man am besten die Pille absetzt, um dann, ja, um möglichst den Körper nicht in so einen Schock zu versetzen, in so einen Entzugsschock, weil er die Hormone von der Pille nicht mehr bekommt. Und ich habe schon in dem Video gesagt, dass es natürlich, dass diese Methode von Absetzen natürlich nicht für Frauen geeignet ist, die sich eine Verhütungsfunktion von der Pille noch wünschen. Die ist natürlich damit nicht mehr gewährleistet. Mir ist noch so ein Einwand gekommen, der vielleicht dem einen oder anderen kommen könnte. Und zwar, das ist doch schädlich für den Körper. Also das ist doch, das bringt doch den Körper nur noch durcheinander hormonell. Also die Hormone, du kannst doch nicht einfach weniger von der Pille nehmen. Das bringt doch den Körper noch mehr durcheinander. Miri, was empfiehlst du da nur? Da habe ich einen Einwand gegen. Ja, ich sehe das überhaupt nicht so. Und zwar musst du doch einfach eigentlich nur logisch denken. Und zwar ist es doch so, dass mit jeder einzelnen Pille, die wir ganz einnehmen würden, würden wir in unserem Körper Schaden anrichten. Wir sprechen mal jetzt nicht von der Verhütungsfunktion, die ja alles so ganz toll ist, sondern rein gesundheitlich gesehen fügt sie dem Körper Schaden zu. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Du brauchst dir nur mal die Nebenwirkungen von der Packungsbeilage durchlesen. Das ist leider, also sehr, ja, und schon alleine, was alle Frauen erleben, nachdem sie die Pille absetzen. Das kommt alles von der Pille, weil sie, weil durch die Pille Östrogendominanz, also ganz viele schädliche Xenoöstrogene im Körper sich angesammelt haben und es sind einfach Gifte. Also die Pille sind Gifte. Das ist auch gar nicht übertrieben. Xenoöstrogene sind Umweltgifte, die in unseren Körper kommen. Synthetische, unnatürliche Gifte, die in unserem Körper schädlich sind, Schaden anrichten, Stoffwechselvorgänge hervorrufen, die Krankheiten verursachen. Unter anderem auch nach dem Absetzen der Pille zum Beispiel Akne und Haarausfall. Aber noch ganz viel anderes. Gewichtszunahme, was weiß ich alles für Krebse. Und also damit ist nicht zu Spaß. Und mit jeder Pille, die du nimmst, wenn du eine ganze Pille nimmst, nimmst du diese schädlichen Sachen in dich auf. Dann ist es doch eigentlich nur logisch, dass wenn du weniger nimmst, es weniger schädlich ist. Natürlich nimmst du dann weniger Hormone rein. Natürlich ist es immer noch besser, gar nicht zu nehmen. Aber wir sprechen ja davon, möglichst einen milden, einen schonenden, einen unschockenden Übergang zu gar nicht mehr nehmen, dann für den Rest des Lebens zu machen mit dem Absetzen. Und ich glaube, also ich habe schon sehr viele Erfolgsstories darüber gelesen, dass das wirklich sehr viel, ja, dass einige Mädels und Frauen damit wirklich sehr große Erfolge hatten und damit nur noch sehr milde Folgen hormonell hatten. Es geht ja nicht mehr darum, die Verhütungsfunktion der Pille aufrechtzuerhalten. Und man kann in keinster Weise davon sprechen, dass wenn du eine ganze Pille pro Tag, also so wie es normal vorgesehen ist, nehmen würdest, dass das gesünder wäre. Dass das die Hormone nicht durcheinander bringen würde, weil das bringt die Hormone noch mehr durcheinander. Die Pille stellt quasi alles auf den Kopf, was dein Körper eigentlich von sich selbst aus tun würde. Also durch die Pille stellt der Körper seine eigene Hormonproduktion ein. Durch die Pille denkt dein Körper die ganze Zeit, er sei schwanger. Und durch die Pille, wenn du sie jeden Tag, ganz normal, wie es vorgeschrieben ist, nimmst, kriegt dein Körper gar keine Menstruation mehr. Das, was du hast, ist gar keine Menstruation. Das ist nur so eine Abbruchblutung. Hat nichts mit einem Eisprung zu tun. Deswegen ist es eigentlich einfach nur besser, je weniger du nimmst, und du machst einen guten Schritt in die richtige Richtung, wenn du einfach weniger über ein paar Monate nimmst, und es bringt deine Hormone nicht mehr durcheinander. Im Gegenteil, es geht in die richtige Richtung, und du kannst quasi gar nicht deine Hormone mehr durcheinander bringen, als die Pille jeden Tag ganz zu nehmen. Also du kannst eigentlich nur in die richtige Richtung gehen, indem du sie langsam absetzt. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, wie immer alle Kommentare und Fragen hier drunter. Ich hoffe, das hat sehr geholfen. Und gib mir doch ein Like, wenn das so war. Ciao!